Es passiert am Sonntag in den frühen Morgenstunden. Ein Auto mit 5 jungen Menschen ist auf einer Landstraße in Niedersachsen unterwegs. 3 von ihnen werden diese Fahrt nicht überleben. Bei Pattensen kommt der vollbesetzte Wagen von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Unter den Opfern ist auch ein junger Fußballprofi von Bundesligist Hannover 96. Die 5 Jugendlichen sind am frühen Sonntagmorgen auf dem Rückweg einer Maifeier. Der Unfall ereignet sich auf einer Kreisstraße bei Pattensen in der Nähe von Hannover. Auf gerader Strecke kommt ihr Auto von der Fahrbahn ab, prallt gegen einen Baum, schleudert auf einen Acker. Von den 3 Insassen auf der Rücksitzbank überlebt keiner den tragischen Unfall. Vermutlich waren die 3 Personen auf der Rückbank nicht angeschnallt. Unter den 3 Unfallopfern im Alter von 18 und 19 Jahren ist auch ein Nachwuchsspieler der Bundesligamannschaft von Hannover 96. Ein hoffnungsvolles Talent, gerade erst hatte er einen Profivertrag bekommen. Der 21-jährige Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer werden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sie waren angeschnallt. Die Unfallforscher sagen, alle 7 Sekunden rettet ein Gurt durchschnittlich ein Menschenleben. Das heißt also, viele schwere Unfälle können verhindert werden, unter Umständen eben sogar Verkehrstote. Der Horrorunfall mit 3 toten jungen Menschen, für die Rettungskräfte der Feuerwehr ein schwerer Einsatz. Wir haben die verstorbenen Jugendlichen aus dem Fahrzeug geborgen. Mehr war für uns dort nicht mehr zu tun. Noch ist nicht geklärt, warum der PKW von der Straße abkam. Die Polizei sucht nun Zeugen.